Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Space. Am Ende der letzten Folge haben wir den hier verbessert. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir mit dem schießen. Weil der scheint ja Wärmeschaden dann zu machen oder Hitzeschaden, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und wir müssen jetzt die Antenne ausfahren für das... Oh, fängt schon wieder gut an. Alter, was ist denn mit euch los? Gehst du weg? Mein Gott. Alter, ist ja geil, sogar das Display hier drin war. Bespritzt. So, gibt's hier noch irgendwas zum Zertrampeln, wenn ihr schon so viele wart? Jo, dann möchte ich bitte auch ein bisschen mehr Loot haben hier. Alter, haben wir noch? Ne, haben wir nicht. Starsoft-Ladung haben wir nicht. Und du? Entschuldigung, ich will bloß nicht, dass du auch noch irgendwie... Oh Gott, du warst beim Sauermachen, wurdest erwischt. Ganz schön dreckige Arbeit, mein Freund. So, wir müssen jetzt bestimmt... Da rein. Waren wir denn hier schon mal irgendwie? Ja, geradeaus. Können wir mal reingucken, wa? In die Umkleide. Jetzt kommt doch gleich wieder einer aus dem Venti, Alter. Was ist denn hier? Waffen-Upgrade. Oha! Plasma-Cutter. Wir müssen ja glatt nochmal zur Bank zurücklaufen. Nice, warte mal. Wir sparen doch gerade noch auf den neuen Anzug. Der kostet, glaube ich, 35, ne? Oh, 29 haben wir schon. Nee, 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 ich will was verkaufen. Oh, Zähne, Alter, können wir uns den Anzug holen? Hoho! Na, nice. Wie teuer ist das Upgrade hier? Beschwerde wieder bringen, diesen Teil. Achso, ja. Brauchen wir bloß zur Bank bringen. Upgrade! Gib mir was Besseres. Ah, wird immer mehr Kupfer am Körper, wa? Wir jetzt eine neue Lebensenergiebalken bekommen da hinten. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Aber wir können uns eh nicht mehr leisten. Außer Cutter-Munition. Was war das hier? Impulsgewehr-Upgrade. Reaper, Flammenwerfer, Laserkanone, Strahlenkanone und Energiekanone. Aber für einen Cutter gibt es nichts mehr, wa? Moment, warte. Uno momento. 4000 haben wir noch. Ah, guck mal, Rüstung ist jetzt auf 15%. Naja, gut. So viel mehr ist es nicht, aber hey, immerhin, ne? Dann gehen wir nochmal kurz zur Bank zurück. Das war einmal im Kreis gedreht und verlaufen. Da lang. Ups. Ich wollte gerade springen, aber ich kann ja gar nicht springen. Oh, oh, habe ich da was vergessen? Ich dachte... Level 4 Anzug Upgrade Diagramm. Plasma-Cutter Upgrade Diagramm erweitert. Eine neue Spezialfähigkeit ist jetzt verfügbar. Fassen. Erst mal hier gucken. Oh, aber wir haben ja. Oh, wir haben ja sogar noch Knöllen. Und ich habe schon wieder voll vergessen, worauf wir gehen wollten. Was ist denn das hier? Ist das eine Spezialfähigkeit? Knese? Nö. Oh, mehr Lifepoints sind natürlich auch geil, aber da kommen wir jetzt so schnell nicht hin. Wir könnten das hier... Wir gehen erstmal Cutter gucken. Erstmal Cuttern. Kackern. Cuttern, meinte ich. Guck mal, da ist... Spezialfähigkeit. Nahkampfangriff können Gegner zu Boden werfen. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwas weltbewegenderes. Feuerrate, Kapazität. Feuerrate, Kapazität.
Guck mal, hier würden wir auf noch mehr Schaden kommen pro Schuss. Das lohnt sich bestimmt, ey. Aber mehr Life Points wäre auch mal geil. Wobei wir jetzt schon ein bisschen mehr haben, aber... schwierig. Ich will nochmal kurz reingucken. Ja, hier müssen wir auch 2 Knoten investieren, bevor wir überhaupt an neue Lebenspunkte rankommen. Hier haben wir mehr Kinästhetik, Greifreichweite, also kommen wir weiter. Das bringt mir jetzt nicht, hier muss ich 3 investieren. Was ist denn das da? Achso. Stase-Energie, gut, da haben wir jetzt ja. Kinästhetik. Kinästhetik. Chinese Greifreichweite. Na, ach komm, wir machen Cutter. Ich will mehr Damage machen über die Zeit. Dann schießen wir schneller. Tun uns danach mehr Schaden. Und dann können wir hier mal gucken, ob das was bringt. Haben wir jetzt 7? Waren das nicht vorher 6 Lebenspunkte? Ich weiß es gar nicht. Egal. Können wir schon mal kurz speichern, bevor wir das dann gleich nochmal machen müssen. So. Gehen wir mal nach der guten Antenne gucken. Wie viel Schuss haben wir denn? Ah, okay. 70 insgesamt. Das ist doch was. Der brennt wirklich, ist ja geil. Oh, naht mal nach. Ich dachte, vielleicht macht das jetzt noch so Dauerschaden so ein bisschen. Toll. Ich dachte, hier ist Storm's Yard reicht mal aus. Oh, das ist natürlich gut. Ein großes Kit. Oh, es sieht so... Ich finde es immer noch episch, wie geil das geworden ist. Ich weiß gar nicht. Unreal Engine 5 ist das, glaube ich, noch nicht. Ne? Das wird noch die 4 sein. Aber der Anzug sieht so jetzt schon so geil aus mit den Lichtreflektionen. Wer furzt da? Hallo? Wer hat gepupst? So, mit O. Oh, ihr wisst es, ich kann es nicht lassen. Ah. Bap, bap, bap. Guck mal, ging schnell und tat gar nicht weh. Was ist hier? Wo müssen wir überhaupt lang? Oh. Aber, wenn ich jetzt dahinter gehe... Ah, da kommt doch was. Oh, geil, Knoten. Wir könnten noch mal runter, Leute. Ne? Warum bewegst du dich? Was war das? Was haben wir da eingesammelt? Schlüsselelement, Sauerstofftank. Aha. Sauerstoffversorgung wird sofort auf ein Maximum aufgefüllt. Und wie wähle ich das aus? Ach, das ist ja... Oh Gott, du, ganz ehrlich, das werden wir jetzt brauchen. Bestimmt 100 pro. Und Medikits und Munition. Hier kommt doch irgendwas Großes. Das artet doch schon wieder im Bosskampf oder sowas aus. Soll ich mal aufmachen? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hallo? Hallo? Oh Leute, wir müssen nochmal schnell den Knoten in den Plasma-Cutter schmeißen. Da machen wir nämlich mehr Damage. Ich würde sagen, ist uns jetzt schon wieder irgendwas hinterhergelaufen, aber ich habe ein Bein hinter mir hergezottelt. Schon mal so eine Bank in... Alter!
Denk immer, mich springt hier irgendwas aus dem Hinterhalt an. So. Plasma Cutter. Yeah, mehr Damage. Oh, Alter, 200 Schaden. Nice. Ich brauche mal da mal langsam mal einen Schuss weniger, um die zu killen. Oh, ist ja schön, dass der Fahrstuhl gewartet hat. Uns besetzen die mal die Reinigungskräfte hier. Oh. Wir den Weg nicht nochmal machen müssen. Ich weiß, der Typ speichert dauernd. Ja. Ich hab auch keinen Bock, dann 10-mal den Weg zu laufen. Dann vergesse ich das Upgraden und ach. Hier kommt doch noch irgendwer dazu. Na dann. Fehler. Ach. Drucktüren blockiert. Bitte was? Wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. An mich? Kann die Balle nicht erreichen. Was ist mit der Antenne? Leck. Mich. Fett. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Ich zünd den Knaller. AAS-Kanonen. AAS. Eine Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Welle. Okay. Oh, Alter, habt ihr noch irgendwie... Ihr habt doch irgendwo... Oh, nee. Ihr habt überall Code in der Buchse, Alter. So viel Scheiße kann man doch nicht machen. Ach, zerstör den Leviathan. Ach, ist ja kein Ding. Das machen wir mal ganz schnell. 5 Minuten sind wir fertig. Na, wie unerwartet. Ich mach das schon, Leute. Der Ingenieur vom Dienst, der schafft das. Ich hab Bereitschaft. Ich krieg das hin. Ne? Ja, schön, da. Mach das ja kaputt. Zack, zack, zack. Okay, geht nicht. Das war jetzt Munitionsverschwendung, ich weiß. Au! Mach mal keinen Stress, Junge. Mach. Au. Was? Alter, wie hinterfotzig war das denn? Wie hinterfotzig war das? Alter. Das war ja richtig frech, war das? Halt, da wollte ich hin. Nee, da wollte ich nicht hin. Inventar, da wollte ich hin. Ja, mach mal keinen Stress, Alter. Gibt's hier auch eine Schnellteste für den Sauerstoff? Nimm mal den Gewehr da weg da. Aktion, Schlüsselelement anzeigen, sortieren. Oh, da muss ich hier bestimmt rumflattern dann, ey. Weil jetzt weiß ich, dass ich die Munition da nicht gleich verballern brauche. Achso. Deshalb speichere ich, weil jetzt muss ich nämlich noch das hier machen. Fehler. Ja, ja. Blockiert. Oh, ja, die auch. Sie sich an einen Reparaturtechniker. Bin ich. Kann die Balle nicht erreichen. Was ist mit der Antenne? Der Leviathan blockiert ist. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit.
Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Werler. Okay. Ja, jetzt mal auf. Ist ich sag doch, das hat doch irgendeinen Grund, warum wir so eine beschissene Sauerstoffflasche finden, ey. Unerwarteterweise. Ja, ja. Schwerelosigkeit aktiviert. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Komm, zieh durch, zieh durch. Komm, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, 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 mach mal keinen Stress. Warnung, AAS-Kanone zerstört. Los, hol dir noch ein bisschen Stuff. Was soll ich jetzt machen? Oh, 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 oh! Und nu? Was stand da? Überreste, irgendwas mit Überreste. Wo sind denn noch Überreste? Hallo? Alter, Druck... Alter. Druckwelle lässt grüßen. Alter, also näher ran darf ich nicht. Wo sind denn hier noch Reste? Ja, hör doch mal auf. Nochmal kurz Sauerstoff. So, wir müssen jetzt mal kurz gucken, wo sind jetzt noch Reste? Aufgabe, zerstöre die Libertan-Überreste. Okay, mach ich. Wow. Wo sind denn hier noch welche? Ich hab doch... Ah, warte. Ach, da ist noch... Ah, hier ist ja auch noch so ein Ding. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Nein, warte. Stump, stell dich hin. Ja. Okay. Hätte ich rausgehen müssen und nochmal ein Live. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ach, Booyaka. Neue Runde. Seht ihr, die hinterfotzt sich das Ding, ey. Ja. Du, ich sag dir, ja. Du, das, ich sag dir, es wird an einem Leviathan liegen. Kann die Werler nicht erreichen. Hell sehr bin ich. Der Leviathan blockiert es. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Sag ich doch. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Werler. Okay. Das sieht eher so aus, als hätte Inna ein bisschen zu spät gespült und es wäre stecken geblieben, meine Freunde. Immer zwischenspülen, ja? Sonst passiert sowas. So, wir kloppen uns jetzt gleich mal ein gutes Medi rein. Eins, benutzen. Ich will bloß nicht, dass er die großen benutzt. Dann, damit wir das nicht gleich machen müssen, nochmal machen müssen, und ich weiß, ihr liebt es. Ich werde speichern, weil sonst müssen wir jetzt jedes Mal hier die ganze Scheiße da wieder aktivieren. Wir werden es natürlich nicht nochmal machen müssen, weil ich das jetzt hundertprozentig ganz bestimmt schaffe. Vielleicht. Mal gucken.
Ich hoffe es. Eintritt in Vakuum. Ja. Absprung. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, Absprung. Zack, die Bohne. Zack. Zielerfassung aktiviert. Ja, Feuer. Ja, ja, das ist mir jetzt egal, den Treffer da. Es passiert, es passiert, es passiert den Besten. Hoch, 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 hoch. Den Eimer da hinten weg. Zack. Dann können wir den gleich da hinten benutzen. Moment, Sauerstoff ist immer gut. Flieg, 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 mein kleiner Freund. Düs, düs, düs. Komm, 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 komm. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Da, zieh drauf! Zieh drauf! Ich muss nur noch laufen, ey. Ich schieße die Puppe weg, das sag ich dir doch, ey. Gut. Hätte ich mir fast gedacht. Wow. Sporen on Tour oder was? So breitest du dich also aus, ja? Aua, 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 aua. Zottelst hier aber ganz schön rum, wa? Oh, oh, hoch, 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 hoch! Ja, ja, ja. Komm, mein Großer, wir schaffen das! Wir schaffen das! Ja, geh runter. Komm, Großer, komm, Großer! Oh, Faxesystem, Faxesystem. Nicht nachladen, schießen, schießen. Ich seh nicht. Zünd den Knaller, zünd ihn, zünd ihn! Fuck! Aber wir hatten ihn, dadurch war die Kanone zerstört. Mann! Das war's doch eigentlich schon gewesen, ey. Dann noch so ein Badass-Moment hier. Oder ich muss mich... Oh, nächste Runde. Ja, 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 ja. Ist super von euch. So, aktivieren, zielen. Zieh durch, mein Freund, zieh durch. Ist doch gebongt. Und Abfahrt und Flieg. Alter. Sollten die Scheiße hier. Hau weg das Ding. So. Wow, hoch, 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 hoch. Gehen wir uns nochmal ein bisschen Sauerstoff holen, nochmal kurz für ein Sekündchen. Und sollten wir jetzt noch in irgendeiner Art und Weise von irgendwas erwischt werden. Wow, so wie mit dem da gerade. Wenn wir jetzt kurz E machen und fangen schon mal an mit Laufen. Au. Ah, ah, ah. Ist okay. Na, kannst du noch ein Stückchen hoch, bitte? Dankeschön. Und wir machen jetzt erstmal noch kurz... Wow. Ein bisschen tanken. I fly so high into the sky. Oh Gott. Düst hoch. Bitte auch, Minion. Da.
Chaka, ich schaffe das. Oh Gott, noch Mühchen hoch. Danke, danke, danke. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, 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 geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, 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 geh mal weg, geh mal weg. So, ich bin auch überhaupt nicht aufgeregt und nischt und ich kann das, ich kann das. Au. Gehst du weg, du Arschgeburte Hölle, ey. Bitte, was? Wo ist denn jetzt noch inne? Ich häng fest, Leute, ich hänge fest. Hab ich ihn? Bitte sag ja, bitte sag ja. Ist er tot? Tot und weg. Naja. Ich versuche es nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Hatten wir das letzte Mal auch gehofft. Die Übertragung ist einsatzbereit. Ja, ich gehe nochmal schnell Sauerstoff tanken, bevor wir irgendwas machen. Ich sag doch, Leute, das ist easy going. Kein Problem, ich schaff das. Fast beim ersten Mal. Ach, guck mal. Da treibt er ab, der Sack. Wo willst du jetzt hin? Jetzt macht er sich aus dem Staub. Weichei. Oh. Klempner bin ich jetzt auch noch geworden. Den Abfluss gereinigt. Schwerelosigkeit deaktiviert. Na schön. Boah, ist geil, wie der Anzug jetzt eingefroren ist. Ja, dann mach mal auf deinen Schinken. So. Erstmal das Eis abschütteln. Ah, warte. Stomp ist ab. Oh, geht. Leute, ich weiß, ihr hasst es, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl, irgendwas passiert da gleich noch. Und damit wir das nicht nochmal machen müssen. Irgendwas geht doch jetzt wieder nicht. Oder geht kaputt, oder... Gucke mal. Da kommt die Rektalsonne, ich sag doch. Ja, endlich! Hier ist Sam Ballard. Hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Kann öffnet ich nicht die Rettungskapsel. Ich wiederhole, öffnet nicht die Rettungskapsel. Verstanden? Spät. Okay, zu spät. Fuck. Na toll. Sie kommt direkt auf mich zu. Festhalten! Nicole! Kommen wir da durch? Nö. Nö, dann. Breche nochmal was mal. Ach, Leute, komm. Breche nochmal. Schade. Ja, ja, mach zu, die Schinken, mach zu. Darius, was ist passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Dinger sind jetzt auf der Welle. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was mal Chen war. Verfluchte Scheiße! Die Welle ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe ein Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp! Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Welle noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Welle jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Valor. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Oh, du machst auch mal was. Ich bin ja begeistert. Du kleiner Oshido. So, aber wie es auf der Vella weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dead Space. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das würde mir helfen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.